Hallo und herzlich willkommen zurück bei Real Nico zum zweiten Video von diesem Format. Ausblick aufs nächste Spiel. Letzte Woche das Ganze mit dem Rainer gemacht zu Schalke. Hat auf jeden Fall extrem Spaß gemacht. Bei euch kam es auch gut an. Ihr habt mir viel Feedback da hinterlassen und ich habe euch ja schon gesagt, dass eigentlich mein Ziel ist, über die Saison verteilt, das immer wieder mit Leuten zu machen, insofern ich halt von den Vereinen YouTuber finde. Und tatsächlich ist es mir gelungen, zu Bielefeld einen YouTuber zu finden. Hätte ich vorher tatsächlich gar nicht gedacht. Aber bevor ich jetzt erstmal drüber so rede, was wir heute machen und alles, würde ich sagen, stell dich gerne mal vor. Ja, herzlich willkommen an die Werder-Community hier. Mein Name ist Angelo. Viele kennen mich als Armin-Tuber, von euch jetzt wahrscheinlich eher nicht, aber aus meiner Community. Auf meinem Kanal mache ich eigentlich so Gegneranalysen zu jedem Gegner, der so kommt. Unter anderem natürlich auch von Werder. Wenn dieses Video online ist, sollte es eigentlich am Dienstag online gegangen sein. Könnt ihr gerne mal abchecken. Wenn ihr wollt, würde mich auf jeden Fall freuen. Dann mache ich eigentlich noch so normalerweise Stadion-Vlogs. Das ist jetzt im Moment nicht möglich für mich. Klar, es wäre möglich, möchte ich aber im Moment nicht, da die Stehplatztribünen noch nicht ausgelastet sind. Und ohne eine ausgelassene Stehtribüne ist für mich kein Stadionerlebnis in vollen Zügen möglich. Ja, stattdessen gibt es viele Livestreams auf meinem Kanal. Immer wenn Arminia spielt, zu den Spielen bin ich meistens mit meiner Freundin live oder auch mit irgendwelchen Kollegen. Je nachdem, wer gerade so Zeit hat, reacten wir so ein bisschen auf die Spiele, geben unseren Senf ab, haben Spaß. Ja, das mache ich eigentlich so auf meinem Kanal. Dann würde ich sagen, ich gebe mal wieder ab zu Nico. Super, also ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Ich freue mich, dass das jetzt hier auch so kurzfristig wieder geklappt hat. Ihr kennt es da draußen schon, ich bin sowieso so ein kurzfristiger Hase. Also in dem Moment, wo wir das hier gerade aufnehmen, muss man fairerweise sagen, haben wir diesmal Montag. Also wir haben sogar ein bisschen Zeit noch bis zum Spiel. Aber wo ihr das sehen werdet, ist donnerstags. Und ja, wir werden gleich noch besprechen. Ich weiß noch nicht genau, was kommt, aber wir werden auch ein Video für den lieben Angelo aufnehmen. Und checkt das gerne auch ab, geht rüber. Lass da Liebe da. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Analyse bzw. dem Ausblick auf das nächste Spiel. Ich fange einfach mal an, danach kann der Angelo einsteigen. Und ja, ich fasse zusammen, gegen Berlin war es alles im Allen einfach kein guter Auftritt. Es geht gar nicht darum, dass wir verloren haben, sondern wie wir verloren haben. Mentalität hat gefehlt, Kampfbereitschaft hat gefehlt. Wir haben durch unsere eigenen Fehler verloren, nicht wegen dem Marktwert oder wegen Millionen dahinter oder sonst was. Und das haben viele Fans auch so gesehen. Und ich finde auch da, der Frust war komplett berechtigt. Beleidigungen müssen nicht sein, ihr wisst das, ihr kennt das schon. Aber einfach die Emotionen, dass die dann rausspulen, dass man dann sauer ist, kann ich bei jedem nachvollziehen. Ich bin auch so. Und ja, den einen passt es, den anderen nicht. In Schalke, muss ich allerdings sagen, haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Es geht mir gar nicht darum, wie Schalke gespielt hat. Schalke hat nämlich nicht gut gespielt, Schalke hat scheiße gespielt. Aber es geht mir darum, wie wir gespielt haben und wir selber haben einfach ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten auch die ein oder anderen Fehler drin, aber wir haben Mentalität gezeigt, wir haben Leidenschaft gezeigt, wir haben Kampfbereitschaft gezeigt. Mich hat es extrem für Füllkrug getroffen, so machen wir das, für Füllkrug gefreut, dass er dreimal getroffen hat. War wirklich super. Und ja, demnach war ich schon sehr, sehr zufrieden. Das hat Lücke klasse gemacht. Auch ein Bomben, der einfach mal reingeworfen ist im Mittelfeld. Super Spiel gemacht. Absolut zufrieden. Und so kann es gerne weitergehen in dem Maß. Und ja, dann würde ich sagen, jetzt mit den 3 Punkten im Nacken tut das Ganze natürlich gut und dann kreist man gerne wieder nach Hause und empfängt die Arminia. Ja, so sieht's aus. Ich denke mal, über unseren Saisonstart kann man jetzt auch nicht gerade meckern. 4 Punkte, 2 Spiele. Klar, waren jetzt nicht die schwersten Gegner, sage ich mal so. Gut, Frankfurt ist natürlich schon Kaliber. Haben jetzt letzte Saison nicht die beste Saison gespielt, aber davor schon so zweimal in der Europa League mit dabei gewesen. Kann man auf jeden Fall einen Punkt mitnehmen. Vollkommen zufrieden. Gegen Köln, klar, ist ein direkter Abstiegskandidat. Ja, musste nicht unbedingt dreier her, generell. Wir sind seit 11 Jahren wieder in der Bundesliga. Da erwarte ich eigentlich kaum was. Wenn wir jetzt jedes Spiel noch verlieren, dann ist das für mich schon fast okay. Ich genieße dieses Jahr in der Bundesliga absolut in vollen Zügen. Und wenn es dann wieder zweite Liga ist, ja mei, dann ist das so. Auf jeden Fall Saisonstart tipptopp. 4 Punkte aus 2 Spielen. Ja. Einfach unglaublich. Ist gerade wie so ein kleiner Traum, der da aufblüht. Erstmal in der zweiten Liga, 10 Punkte vor dem zweiten gewesen. Hätte auch niemand mit gerechnet vor der Saison. Klar, so ein kleiner Geheimfavorit waren wir ja schon.
durch die Spielweise, die neue uns da aufgedrückt hat, oder nicht? Meinst du nicht? Ja, doch. Ja? Du hast gerade so gewöhnlich gelacht. Nee, ist ja. Hat ja jeder so seine eigene Meinung, aber ja, von dem einen oder anderen wurden wir so als Geheimfavorit getippt. Nein. Ja, also ich habe ja schon zu dir gerade eben privat gesagt, ich finde es extrem krass, wie die Arminia denn jetzt in die Saison reingefunden hat. 4 Punkte nach 2 Spieltagen, hätte ich selber nicht mitgerechnet. Für mich muss ich sagen, bleibt auch die Einstellung, ich weiß nicht, wer das von euch teilt. Natürlich gibt es auch immer Überraschungen, das muss man mal vorweg sagen. Aber wenn man als Traditionsverein im eigenen Stadion den Aufsteiger empfängt, musst du eigentlich im Kopf zumindest ja, diese 3 Punkte halt wollen und auch die 3 Punkte irgendwie realistisch einordnen können. Für uns jetzt. Natürlich ist es auch als Aufsteiger so, dass man dann natürlich sagen kann, wir haben ja nichts zu verlieren, wir zeigen unser bestes Gesicht und wenn es am Ende passt, umso besser. Ne? Wenn man dann in der Liga bleibt und Jule hat es vorgemacht, ja, dann freut sich die Arminia. Wir in dem Fall nicht. Aber man kann ja auch guter Dinge sein. Wie gesagt, ich glaube schon dran, dass wir das Spiel zu unseren Gunsten am Ende entscheiden werden. Aber ich bin mal sehr gespannt. Ich habe auch mal eine Frage, und zwar, wie ist denn die Spielweise von der Arminia? Also sagst du, ihr spielt eher mehr so ein Ballbesitzspiel oder taktisch, schnell, Konter? Sag mal was. Ist eigentlich so ein kleiner Mix. Also viel Ballbesitz hintenrum. Es wird viel über unseren Torwart Ortega Moreno gespielt. Sei es jetzt beim Spielaufbau oder beim Abstoß. Es wird viel über Ortega gespielt. Abstoß, dann mal über links oder rechts, dann meistens wieder nach hinten. Oder auch beim Köln-Spiel konnte man es sehr gut sehen. Da hatten wir eine Ecke, wurde nicht wirklich was draus gemacht. Es ging dann wieder über Ortega. Ich meine, welcher Verein spielt sonst nach einer missglückten Ecke wieder über einen Torwart? Natürlich Arminia. Was macht Ortega? Er guckt, wo steht ein Spieler frei, schlägt den Ball lang und ist Vorlagengeber zum 1:0. Ja, solche mitspielenden Keeper sieht man wohl nicht oft. Wir haben ihn zum Glück. Also, tipptopp der Junge. Haben wir leider nicht. Wir haben einen Keeper, der zwar sehr stark auf der Linie eigentlich ist, im Normalfall zumindest, mit Pavlenka, aber spielerisch fehlt es ihm dann doch an den ein oder anderen Stellen. Man muss aber auch sagen, wir haben den Spielaufbau ja noch nie so wirklich komplett über dem Torwart gehabt, sondern eigentlich sind wir dafür bekannt, über die Sechser aufzubauen. Ja gut, haben wir jetzt nicht so. Aber ich muss auch sagen, Bobben hat da Eggestein komplett den Rücken freigehalten. Das könnte man auch vielleicht gegen Bielefeld nochmal sehen, dass dann ein Eggestein einfach diese spielerische Komponente übernimmt und das Spiel von hinten aus aufbaut. Übrigens erwarte ich auch, dass wenn Rashica in dieser Woche nicht aufnimmt, vorweg, wir nehmen montags wie gesagt auf, wenn er bis jetzt noch nicht gewechselt ist und morgen nicht wechselt, dann denke ich, dass er gegen Bielefeld im Kader stehen wird und dass wir vielleicht auch mit einer Flügelzange auftreten werden mit Rashica und Chong und im Sturm denke ich halt, ja gut, was heißt denken, ne? Selke, Völkel oder Lücke wird das spielen. Selke, Füllkrug oder Sargent. So, war komplett durcheinander jetzt. Passiert. So, einer von den dreien Stürmern wird dann da spielen. Eigentlich müsste man sagen, Füllkrug hat jetzt 3-mal getroffen, er muss spielen. Ist aber nicht so, denn er kann nicht über 90 Minuten spielen momentan. Das heißt, es könnte gut sein, dass er erstmal geschont wird und dann Selke oder Sargent in der Mitte spielt. Hm. Und ja, was spielt ihr für eine Formation? Ganz ehrlich, gute Frage. Gute Frage. Ja, ich, ist gut. Also ich mache ja auf meinem Kanal viele Gegneranalysen und predikte auch immer so ein bisschen die Formation des Gegners. Ich habe aber ehrlich gesagt mir noch nie so wirklich einen Kopf über unsere Aufstellung gemacht. Also ja, ich kann mich mit den Gegnern bestens aus, aber mit Arminia nicht. Das ist ja super. Ich schaue mal gerade bei One Football. Ja, das ist doch kein Problem. Das Herz schlägt für Werder insgeheim, das kannst du ruhig sagen. Ist doch gar kein Problem. Oh, hundertprozentig. Für mich gibt es nur einen Verein, der ist Bobby, oder? Ja, ich wusste es. So, dieses Meme spielen wir bitte jetzt immer wieder. Nein, ich habe gar nichts gesagt. Oh, hundertprozentig. Für mich gibt es nur einen Verein, der ist Bobby, oder? Fuck! Ja, so ist das. Ich habe mich selber begraben. Ich kann meinen Kanal schließen. Also jetzt später, wenn ich auch frage, wie das Spiel ausgeht und so, werde ich das immer wieder abspielen, dass du schon mal Bescheid weißt. Oh. Okay, also, wir spielen auf jeden Fall im Normalfall nicht mit einer Fünferkette, außer im DFB-Pokal gegen den Viertligist kann man schon mal mit einer Fünferkette spielen, ist ja klar. Kapi, war auf jeden Fall die falsche Entscheidung.
eigentlich spielen wir mit einer Viererkette momentan, mit einem Sechser davor, zwei Achter und dann eine Dreierkette. Man muss aber dazu sagen, wir haben die vordersten drei sehr individuell, also die Laufwege. Man kann sich da jetzt nicht festlegen, dass es ein 4-1-2-3 ist oder ein 4-3-3 zwischenzeitlich. Die Verschiebung ist da schon relativ individuell. Ne? Es kann auch sein, dass man vorne mit in einer Dreierreihe jemand hat wie Bittencourt, der sich fallen lässt und davor dann mit zwei Stürmern spielt. Aber im zentralen Mittelfeld sind wir eigentlich immer mit zwei Achtern unterwegs und einem, der dahinter absichert. So, im Normalfall. Ich denke, wenn wir hinten liegen, kann sich das auch mal ändern. Aber im Normalfall werden wir mit einem Sechser spielen und zwei Achtern davor und über die machen wir auch das Spiel. Wie gesagt, im Normalfall. Und es geht extrem viel über unsere linke Seite, Augustinsson, der, muss ich sagen, gegen Schalke wieder ein extrem starkes Spiel gemacht hat. Habt ihr eigentlich schnelle Spieler? Wir haben ja den Japaner hier, Ritsu Doan, neu bekommen, per Laie von PSV Eindhoven. Der ist recht schnell. Dann haben wir natürlich Sebio Suku, auch ein Wahnsinnstempo, Linksverteidiger. Anderson Lukuki hat ein ganz gutes Tempo. Gut, Rechtsverteidiger Cedric Brunner kann auch schon gute Sprints, ist jetzt aber nicht der schnellste. Also insgesamt würde ich schon sagen, haben wir nicht die schnellsten Spieler, aber auch nicht die langsamsten. Ein paar Kracher sind dabei, klar. Hat, denke ich, bei jeder Verein ja so ein gesundes Mittelmaß. Das ist aber, also da bin ich mal gespannt, weil wir auch über die letzten Jahre eigentlich immer so ein bisschen Tempo-Defizite hatten. In diesem Jahr würde ich mich aber davon, von der Aussage distanzieren. Wir haben jetzt wirklich einen eher temporeichen Kader mittlerweile. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Und jetzt kommen wir auch eigentlich im Prinzip zu einer wichtigen Frage, und zwar, was tippst du, wie geht das Spiel aus? Ich wäre mit einem 1:1 super zufrieden und das ist auch mein Tipp. Ach, dein Herz schlägt für Werder, super. Oh, und hundertprozentig. Für mich gibt es nur einen Verein, der ist vor Werder. ich werde auf jeden Fall auch auf ein 2:1 für Werder gehen und denke auch, dass das so ein realistisches Ergebnis ist und muss auch sagen, ich glaube, ich tue mich gut daran, nicht mehr ohne Gegentor zu tippen. Das können wir einfach nicht, wir haben es über Jahre gezeigt, das kriegen wir einfach nicht hin. Also, das eine Gegentor muss ich ja mitrechnen und da ich auf Sieg tippe, muss ich ja mindestens zwei Tore schießen. Ich meine, wir haben Fabian Klos, ne? Ja, Gegentor ist vorprogrammiert. Ja, das kann man so sagen. Aber ich bin da auch sehr gespannt, wenn zum Beispiel ein Eras spielen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann eigentlich. Heute noch ein Video gemacht, also wie gesagt, wir haben Montag. Heute eigentlich noch ein Video gemacht, dass er nicht spielen kann. Auf einmal kam gerade eben ein Artikel raus, Eras vielleicht Kandidat. Also, klasse, top. Bin ich sehr gespannt, ob er spielen wird. Das würde es vielleicht noch ein bisschen verändern. Aber auch er kann mich natürlich überraschen. Und ja, jetzt am Ende wollte ich nochmal sagen, also wie gesagt, danke auf jeden Fall fürs Aufnehmen, für den kleinen Ausblick schon mal. Wir haben so ein bisschen aufs Spiel eingegangen. Beziehungsweise ihr habt die Sichtweise von zweierlei jetzt bekommen. Schreibt gerne eure Sichtweise in die Kommentare, egal ob ihr Bielefeld-Fan seid oder Werder-Fan. Alles ist hier erlaubt, außer Beleidigung. Also jede eigene Meinung ist erlaubt, wie gesagt, außer Beleidigung. Und ich würde euch auf jeden Fall darum bitten, gleich nach diesem Video rüberzugehen, auch den Kanal abzuchecken. Dieses Format, was jetzt hier so kommt, das jetzt die zweite Folge ist, soll jeden Donnerstag kommen. Wenn ihr darauf Bock habt, unterstützt mich dabei, indem ihr einfach YouTuber von anderen Vereinen markiert. Das ist schon die größte Unterstützung, die ihr mir geben könnt, denn so kann ich die Leute auch mich aufmerksam machen, anschreiben. Und ihr seht, man kriegt immer wieder schnell sympathische Leute auch hierher geholt. Und dann macht das Ganze auch Spaß. Und jetzt die Schlussworte hat mein Gast. In dem Sinne, viel Spaß. Ja, nochmal abschließend vielen, vielen Dank, dass du mich kontaktiert hast, dass ich hier dabei sein durfte. Ist meine erste Aufnahme so richtig über Skype mit einem anderen YouTuber. Ich hatte ja bei mir schon mal welche eingeladen. Das aber alles in einem Raum aufgenommen. Jetzt das erste Mal hier, ja, so Facegame to Facegame sozusagen. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Neue Erfahrungen. Muss man immer wieder sammeln. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Macht euch noch einen schönen Abend. Check das Video bei dir ab. Check das Video bei mir ab. Genau. Ciao. Ach, dein Herzschlag für Werder. Super. Oh, und hundertprozentig. Für mich gibt's nur einen Verein. Der ist vor Werder.